Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch mal mit in den Wald nehmen. Besser gesagt in den Wald in Großschwöber. Ich hatte vor geraumer Zeit schon mal ein Video gemacht, was hier bei uns in der Region gespielt hat. Da ging es um das Hochwasser im Braunschweiger Umland. Das Video ist ganz gut angekommen und da entstand bei mir die Idee, weitere Videos hier aus der Region zu machen. Und anfangen möchte ich mit einer Waldtour in Schwöber. Ich möchte euch mal so ein bisschen zeigen, dass es auch lohnenswert ist, in der eigenen Region oder vor der Haustür sozusagen selber mal raus an die frische Luft zu gehen. Wenn euch dieses Videoformat gefällt, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Dann kann ich gerne noch weitere Videos machen in anderen Wäldern oder anderen Umgebungen hier. Schreibt es vielleicht auch mal in die Kommentare rein, ob ihr da irgendwelche Ideen habt. Dann kann ich das eventuell gerne umsetzen. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt unsere Waldtour. Und ich zeige euch mal, was man hier so Schönes im Wald alles sehen und erleben kann. Ja, und hier habe ich eine kleine Waldhütte entdeckt bei uns im Wald, wie es aussieht, verlassen. Wir werden da jetzt gleich mal hingehen und auch mal ein bisschen reingucken, wie das da aussieht. Erstmal gucken wir mal rum hier um die Hütte. Hier ist ein Hinweis, Achtung Bienen. Gut, müssen wir mal aufpassen, ob wir da irgendwo was sehen. Wirklich einsturzgefährdet sieht das Ganze auch nicht aus auf den ersten Blick. Ich denke mal von daher wahrscheinlich unbedenklich, hier dann doch mal reinzugehen auch gleich. Aber wir gucken noch mal, was hier hinten um der Hütte rum ist. Auch wieder der Hinweis, Achtung Bienen. Aber ansonsten nichts. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal rein. Und so sieht es jetzt hier im Inneren der verlassenen Waldhütte aus. Die ich finde recht aufregend. Sowas kann man einfach mal erleben, wenn man mal rausgeht an die frische Luft, in die freie Natur. Und dann kann man halt auch einfach mal so eine verlassene Ruine hier entdecken. Jetzt nichts Spektakuläres, aber schon ein bisschen aufregend, wie ich finde, im Wald. Und ja, ich würde sagen, das soll es hier mit der kleinen Waldhütte gewesen sein. Wir gehen mal wieder raus und erkunden den Wald einfach mal weiter. Und jetzt befinden wir uns hier direkt an der Oker. Ihr habt es gerade gesehen, über den kleinen Weg hatte man direkt Zugang aus dem Wald zum Wasser. Es gibt mehrere solcher kleinen Zugänge, wo man direkt zur Oker kommt. Und wie ihr hier sehen könnt, ist die Oker auch noch vom Wasserstand her recht hoch. Das liegt einfach an dem Hochwasser, was wir hier in der Region hatten. Aber allmählich geht der Wasserstand schon etwas runter. Wo ich jetzt stehe, ist es auch ziemlich matschig noch. Ich denke mal, vor einigen Tagen oder vor einer guten Woche wird das Wasser noch wesentlich höher gestanden haben. Ja, was der große Nachteil jetzt natürlich durch das Hochwasser ist, ich merke das auch gerade hier, ich weiß nicht, ob man es über die Kamera sieht, aber hier sind extrem viele Mücken, die mich teilweise jetzt auch schon stechen oder ins Gesicht fliegen. Wenn das nicht wäre und der Mähdrescher hinten auch nicht wäre, ist das hier ansonsten eigentlich ein schöner, idyllischer Ort. Aber ich würde sagen, weil die Mücken jetzt hier so stören, setzen wir unsere Waldtour einfach mal fort und schauen, was wir noch so alles hier im Wald entdecken können. Thank you.
Sogar einen Angelteich gibt es hier im Wald, wie ihr gerade gesehen habt. Ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen abseits gestellt, weil gerade Leute dort angeln. Ich möchte da nicht stören. Persönlich habe ich mit Angeln gar nichts am Hut. Das ist auch ja überhaupt nicht mein Interesse. Und auch das Gewässer, finde ich, sieht jetzt nicht wirklich gerade einladend aus. Aber wer gerne angelt, hat hier, denke ich, ein schönes Plätzchen. Man braucht natürlich einen Angelschein. Und ja, der See gehört dem örtlichen Angelverein hier in Schwülper und ja, wird eigentlich auch recht rege von den Mitgliedern genutzt. Ja, wenn man so eine schöne Lichtung hier entdeckt, kann man das gerne mal nutzen, um eine kleine Trinkpause einzulegen. Der Wald ist zwar nicht ganz so groß, man kommt aber doch ein bisschen ins Schwitzen, wenn man so drumherum einfach mal fährt und alle Wege abfährt. Dann gibt es hier einiges zu sehen. Wer den Wald von ja, Süd nach Nord oder von Nord nach Süd durchquert, ist ungefähr 1 Kilometer, also um genauer zu sein, 900 Meter unterwegs. Wenn man das zu Fuß macht, braucht man ca. 10-12 Minuten, je nachdem wie schnell ihr unterwegs seid, um den Wald einmal so längs zu durchqueren. Wenn ihr von West nach Ost durch den Wald durch möchtet, sind das ca. 700-800 Meter. Dafür braucht ihr etwas weniger. Wenn man aber den ganzen Wald umrunden möchte und die anderen ja, Wege auch noch mitnimmt, kann man gut und gern schon mal 2-3 Stunden unterwegs sein. Das Schöne an dem Wald in Schwülper ist, dass es ein Mischwald ist. Ich habe hier zahlreiche verschiedene Bäume entdeckt. Es gibt Tannenbäume, also Nadelbäume. Es gibt aber auch Birke, Kiefer, Lärchen, Ahorn, eigentlich alles mit dabei. Das ist leider nicht immer so. Es gibt auch Wälder, die werden hauptsächlich zur Forstwirtschaft benutzt. Da hat man oft, dass eine Reihe immer derselben Bäume gepflanzt wurde. Das finde ich, sieht nicht so schön aus. Hier in Schwülper ist das Gott sei Dank nicht so. Und da finde ich, macht so eine Waldwanderung oder eine Radfahrt durch so einen Mischwald einfach gleich viel mehr Spaß. Hier habe ich auch was Schönes entdeckt, und zwar eine Baumwurzel, die hier so aus dem Baum fast in den anderen Baum reinwächst. Das liegt daran, dass der Baum hier durch die Schräge einfach ein bisschen zur Seite abgekippt ist. Und wie ich finde, sieht das fast schon irgendwo ja, ein bisschen skurril aus. Sieht man auch so nicht alle Tage. Das kann man alles entdecken, wenn man einfach mal in den Wald geht. Das Holz da unten haben natürlich irgendwelche Leute hingeschmissen. Genau wie auch hier die Höhle, die gebaut wurde, wahrscheinlich auch von Kindern hier gebaut wurde. Das steht auch schon einige Jahre. Ich bin regelmäßig mal hier im Wald unterwegs, joggen, Fahrradfahren etc. Und ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass das also mindestens schon fünf Jahre hier stehen müsste eigentlich. Ja, ich würde sagen, wir setzen unsere Waldtour jetzt mal fort. Ich gucke mal, wo ich mein Fahrrad gelassen habe. Und dann geht es auch schon weiter. Ja, da könnt ihr es sehen. Und weiter geht's, würde ich sagen. Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen, die ich ganz gerne loswerden möchte. Tiere habe ich bisher hier im Wald noch keine gesehen, das habe ich aber auch nicht anders erwartet, da die relativ scheu sind. Wenn die mich hören oder sehen, werden die in der Regel abhauen. Was ich aber dafür gesehen habe, ist jede Menge Müll, hauptsächlich Plastikmüll. Das waren ja, Eisverpackungen, Kaffeebecher etc. Und ja, wie ich finde, hat der Müll hier einfach nichts zu suchen. Das heißt, meine Bitte an euch, wenn ihr natürlich in den Wald geht und ihr irgendwo was dabei habt, so ein Coffee to go oder was weiß ich nicht, nehmt bitte den Becher einfach wieder mit. Es gibt hier keine Mülleimer, wo man das entsorgen kann. Nehmt euch vielleicht vorher irgendwie einen Rucksack oder eine Tasche mit, wo ihr den Müll reinpackt, damit ihr den Wald dann letztendlich auch wieder so verlasst, wie ihr ihn vorgefunden habt. Oder noch besser vielleicht, wenn ihr irgendwo Müll seht, nehmt es doch einfach mit und entsorgt es zu Hause. Ich denke, da tut jeder sich kein dabei ab und dem Wald tut es letztendlich nur gut. Ja, so viel dazu nochmal. Ich würde sagen, wir setzen unsere Tour jetzt wieder fort, rein in den Wald und gucken mal, was wir hier noch so entdecken. Hier haben wir den zweiten See, der im Wald von Schwülper ist. Ich denke mal, das Gewässer ist umgekippt. Ich habe keine Ahnung davon. Für mich sieht das jedenfalls nicht mehr so gut aus. Das ist einfach nur eine grüne Brühe. Es ist auch keine Bewegung drin. Hier in der Mitte könnt ihr noch sehen, ist eine kleine Insel auch übrig geblieben, wo auch ein paar Bäume drauf sind. Ja, das ist halt auch noch, sage ich mal, so ein nettes Plätzchen. Jetzt aber mitten im August ziemlich eklig, weil hier auch ziemlich viele Mücken sind. Ich würde sagen, wir setzen unsere Waldtour jetzt einfach mal fort.
wie ihr sehen könnt, hat uns die Zivilisation wieder. Hier ist die Hauptstraße, wie man unschwer erkennen kann. Damit endet auch unsere Waldtour. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Geht einfach auch mal raus auf den Sonntag, Samstag, wenn ihr frei habt, in die Natur. Genießt den Wald einfach nur, die gute Luft. Mal raus aus der Stadt, einfach mal rein in die Natur. Aber denkt immer dran, bleibt sauber im Wald, lasst euren Müll nicht da liegen. Und dann haben wir auch alle viel Freude an dem Wald. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert doch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!